Ja, und so viel vom Magazin. Jetzt viel Spaß bei Exklusiv und bis morgen. Ja, guten Abend, eine neue Woche mit Exklusiv. Ich bin Frauke Ludowig. Schön, dass Sie bei uns sind. Gestern war ja noch von Entfremdung die Rede. Heute nun spricht ganz England schon von königlichem Mobbing. Zwei Tage nachdem die Trennung von Prinz William und seiner Freundin Kate Middleton bekannt wurde, geraten immer mehr angebliche Details an die Öffentlichkeit. Ja, und die sind recht pikant. Kena Amor. Auf Fotografen hat Prinz Williams verflossene Kate Middleton zurzeit weniger Lust denn je. Bei ihrer gestrigen Shopping-Tour flüchtete sie geradezu verzweifelt vor der Presse. Macht ihr die Trennung so schwer zu schaffen? Die damit einhergehenden Schlagzeilen werden Kates Seelenlage kaum bessern können. Offen grübeln Britanniens Zeitungen da heute, ob sie wohl doch die Falsche an der Seite des Prinzen war. Auch Duncan Larcombe von der Zeitung The Sun hat sich darüber den Kopf zerbrochen. Nach dem, was seinem Vater Charles passiert ist, darf es sich William einfach nicht erlauben, die falsche Frau zu heiraten. Und auch wenn es komisch klingt, aber ich bin mir sicher, dass es besser ist, dass wir heute darüber reden, dass er sich von seiner Freundin getrennt hat, als dass wir nochmal eine quälende königliche Scheidung erleben, die dem Buckingham Palace in Zukunft ernste Probleme bereiten könnte. Doch ernste Probleme erkannte der Buckingham Palace rund um Kate schon kurz vor Weihnachten. Bei Williams großer Militärakademie Abschiedsparade kaute Kates Mutter Carol nämlich Kaugummi. Und das in Gegenwart der Queen. Unerträglich fanden das Britanniens Blaublüter. Und weil Kates Mutter früher mal Stewardess war, riefen Williams Freunde gerne anschnallen und Sitze hochstellen. Immer wenn Kate auftauchte. Für die einen ist das britischer Humor, für die anderen schlicht Mobbing. Mich schockiert das alles total. Vor allem die Tatsache, dass sie sich nun schlussendlich tatsächlich getrennt haben. Aber es gab ja schon länger Hinweise. William zeigte sich in letzter Zeit gerne mit anderen Damen in diversen Nachtclubs. Unter anderem soll sich William Aufwand oft mit ihr gezeigt haben, mit der Blondine mit den drei hochwohlgeborenen Nachnamen. Isabella Anstruther, Gough Calthorpe, selber adlig und wohl eine Lieblingskandidatin des Hofes. Offiziell bestätigt ist nichts, ein heißes Gerücht. Wie auch immer, ich glaube, er hat einen großen Fehler gemacht, sich von Kate zu trennen. Ich meine, sie sieht gut aus und hat sich doch eigentlich immer hervorragend verhalten. Und es scheint auch so, als könnte Frau an der Seite des künftigen Königs von England nichts wirklich richtig machen. Und falls die adlige Isabella wirklich Williams Neue ist, werden Buckinghams Lästerer sich ihrer bald annehmen. Isabella ist nämlich von Beruf Tänzerin und arbeitet beim Musical Dirty Dancing in London. Shocking, oder? Und die Meldung des Tages hat Kim Linner. Knisternde Blicke, liebevolle Gesten. Yvonne Katterfeld und Wladimir Klitschko auf Kuschelkurs. Es kommt noch besser. Er macht ihr hier einen Heiratsantrag. Dann fällt einer im Bademantel von der Decke. Sie ahnen es, es sind Dreharbeiten für einen Kinofilm. Wladimir spielt sich selbst, Yvonne auch. Und die Stimmung ist natürlich supi. Ich glaube, dass er sehr viel Sinn für Humor hat. Und die Braut ist einfach fantastisch. Yvonne Katterfeld, ich glaube, bessere Braut als Yvonne kann man sich nicht wünschen. Nochmal zur Sicherheit, es ist alles nur ein Film, wobei, ganz süß sind sie ja schon zusammen. Malawi gestern Nachmittag. Ein silberner Privatjet landet, die Journalisten gehen in Position und nur wer ein Teleobjektiv dabei hatte, bekam das hier zu sehen. Madonna und Adoptivsohn David steigen aus. Rätselhaft bleibt der Grund für diesen Besuch in Davids Heimatland. Madonna wolle nun noch ein Mädchen adoptieren, heißt es seit einigen Wochen immer wieder. Das wurde heute von einer Sprecherin dementiert. Sie sei in Malawi, um eine Hilfsorganisation für Waisenkinder zu unterstützen. Angeblich sei auch ein Besuch bei Davids Vater geplant. Man kann gespannt sein. Richard Gere hat es geschafft, halb Indien gegen sich aufzubringen. Und das war so. Bei einer Veranstaltung zur AIDS-Aufklärung überkam es Herrn Gere beim Anblick der indischen Schauspielerin Shilpa Shetty. Umarmung hier, Küsschen da und noch eins, wo ist das Problem? Millionen Frauen würden sich da bereitwillig hingeben und Shilpa hat es vermutlich auch gefallen. Problem, sowas macht man hier nicht. Vulgär, eher verletzend, missachtend. Kurz, man ist stinksauer auf den Schauspieler und zeigt das auch ganz öffentlich. Da lief es für Kollege Tobey Maguire in Tokio deutlich besser. Umjubelt stellte er vor wenigen Stunden den dritten Teil der Spider-Man-Filme vor. Die Japaner sind weltweit die Ersten, die den Streifen zu sehen bekommen. Zum ersten Mal kommt damit ein Hollywood-Megafilm nicht zuerst in Amerika ins Kino. Die Asiaten lieben Actionhelden eben wie sonst keiner auf der Welt. So die Begründung.
Und beim Namen Job denken wir in erster Linie an Modedesigner Wolfgang Job, dann natürlich an Schmuckdesignerin Jette Job. Aber es gibt auch noch eine dritte Job, Malerin und Kinderbuchautorin Florentine. Im Rampenlicht sieht man die 33-Jährige selten. Zu ihrer Ausstellung gestern Abend in Halle war das ganz anders. Und Papa Job hat Händchen gehalten, Nicole Scherbert und Henrike Kopp. Wolfgang Job auf allen Vieren zusammen mit Hundedame Gretchen. Küsschen gibt's auch. Und wer denkt, ein Dalmatiner sei kein Schoßhündchen, der irrt. Nicht ohne meine Tochter, so wär's eigentlich richtig. Denn es geht ja um Florentines Bilderausstellung. Nicht ohne meinen Hund wäre wohl besser. Denn auch Florentine hatte Hündin Paula im Gepäck. Sie liebt das. Sie liebt es, mitten im Mittelpunkt dabei zu sein. Sie passt auch auf, habe ich immer das Gefühl. Denn sie weiß eins ganz genau. Mich nicht mehr verlieren. Ich sage ja auch, wenn wir mal gehen, dann gehen wir zusammen. Eine wahre Hundeliebe. Noch größer ist Jobs Liebe zu seinen Frauen. Florentine ist seine jüngste Tochter und sie ist ihrer Mutter Karin zum Verwechseln ähnlich. Mit Karin war der Designer 15 Jahre verheiratet. Tochter Jette kennt man, Florentine hingegen scheut die Öffentlichkeit. Die eine hat den Glamour-Faktor und ist die große Internationale. Und die andere versucht praktisch das, was ich auch mein Leben lang suchte, die Heimat zu finden. Florentine ist Malerin, auch ein Künstlerberuf. Der Name Job aber verhilft nicht automatisch zum Erfolg. Im Gegenteil ist es, glaube ich, eher so, dass sie dann denken, erstmal so, na, ist denn das auch so eher, als dass man jetzt, also da muss man schon über eine Hürde rüber. Ihre Bilder kosten bis zu 8.000 Euro und auch Papa Wolfgang hat schon geordert, aber... Sie lieferte da nicht. Sie war geschmeichelt, dass ich das wollte, aber sie lieferte nicht. Bis heute nicht. Er versucht das ja dauernd, mir die irgendwie abzuluxen, aber ich bin da so ein bisschen, möchte die gerne noch ein bisschen bei mir behalten. So ist das nun mal unter Künstlern und Trost spendet garantiert, na wer wohl, Hundedame Gretchen. Ja, und Top und Flop, heute mit zwei Fingern und wenig Fingerspitzengefühl. Guy Dumont gehört unbestritten zu den beliebtesten deutschen Schauspielern. Jetzt bringt der Mann, der kommenden Monat 60 wird, bereits seinen dritten Roman heraus. In besten Händen heißt der Krimi. Seine Frau Mirja ziert den Titel und Guy hat ihn quasi mit links geschrieben. Ich schreibe mit einem Finger und ich schreibe richtig schnell. Ja. Richtig schnell. Wie mit einem Finger. Auf der Tastatur? Tack, 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 tack. Inzwischen habe ich ja, inzwischen mache ich schon mit zwei Fingern. Habe ich mir den jetzt schon nimmst angewöhnt. Du aber für Großschreibung. Ja. Das Zwei-Finger-Suchsystem von Guy Dumont, unser Top des Tages. Dieser Weg wird steinig und schwer, das hatte Xavier Naidoo schon lange vor der Weltmeisterschaft gewusst. Doch besonders ihm selbst wurden richtige Felsbrocken in den Weg gelegt. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte sich vor der WM das Landeskriminalamt Stuttgart gegen eine Akkreditierung des Sängers ausgesprochen, weil der vor Jahren mal wegen Drogendelikten aufgefallen war. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Focus heute. Der friedliche Sänger, ein Sicherheitsrisiko? Wohl kaum. Das Landeskriminalamt Stuttgart, unser Flop des Tages. Nach mehr als 13 Jahren Alkoholabstinenz hat Verfried von Hohenzollern wieder zum Champagnerglas gegriffen. Nicht etwa aus Liebeskummer. Der Skandalprinz feierte am Wochenende seinen 64. Geburtstag feuchtfröhlich und mit Riesentamtam auf dem Nürburgring. Henrike Kopp und Bianca Wirth über einen Prinzen außer Rand und Band. So stellt sich Durchlaucht eine ordentliche Feier vor. Knallende Korken und später ein beherzter Tanzgriff nach einer jungen Frau. Und obwohl Prinz Verfried von Hohenzollern seine Hände ein wenig oberhalb der Körpermitte ruhen lässt, ist angeblich überhaupt nichts dabei. Vorfi feiert seinen 64. Geburtstag und merkt, Mensch, man wird ja nicht jünger. Und das gilt auch in Sachen Sex. Das Alter macht sich irgendwo immer ein bisschen bemerkbar, das ist klar. Man ist halt nicht mehr der junge wilde Hengst, sondern man ist halt eben vielleicht der gepflegte Rappen. Der ist halt, naja, man ist halt einfach nicht mehr in der Lage, das in der Intensität wie mit 30 zu betreiben. Dass sich der alte Rappe trotzdem mit vergleichsweise jungem Gemüse umgibt, hat gute Gründe. Denn obwohl Prinz Verfried über Luder einmal Folgendes sagte: Diese Luder gehen mir auf den Geist, weil sie eigentlich reine Selbstdarsteller sind.
darf er sich jetzt ausnahmsweise mal mit Internetludern umgeben. Forfi hatte für seine Feier nämlich einen Sponsor, der im Internet Strip-Shows anbietet. Deswegen die reizenden Girls bei seiner Party. Den Prinzen selbst bringen Strip-Seiten natürlich überhaupt nicht auf Touren. Ich habe nicht das Bedürfnis, eine Frau, die ihren exhibitionistischen Hang freien Lauf gibt, mir das anzuschauen. Na, dann ist ihm hier vermutlich nur mal der Blick ausgerutscht, was ihm hoffentlich beim Alkohol nicht passiert. Denn Forfi hat vor einem Jahr mal erwähnt, dass er nach einer Therapie seit 12 Jahren trocken sei. Und was ist das da? Haben Sie Alkohol getrunken? Ich habe keinen Alkohol getrunken, nein. Aber Sie haben erstaunlich gut getan. Ich habe erstaunlich viel getan. Mit so einer Traumprinzessin, wie ich sie vor mir habe, tanzt man auch gerne. Hoffentlich hat er da wirklich die Kurve gekriegt, denn irgendwie macht er das Ganze streckenweise einen etwas anderen Eindruck. Und unsere Bilder des Tages heute ganz sportlich. Auf und nieder, immer wieder, so trainiert Hollywood-Star Matthew McConaughey seinen Waschbrettbauch. Direkt am Strand reicht ihm ein Picknicktisch zum täglichen Workout. Mit dem Seilspringen hat er zwar so seine Probleme, aber im zweiten Anlauf klappt's dann doch. Und weil wahre Schönheit von ganz tief innen kommt, erholt er sich mit Meditation vom kräftezehrenden Fitnessprogramm. So trainiert Hollywood, unsere Bilder des Tages. So, und jetzt hier in RTL aktuell: überschwemmte Straßen, Stromausfälle, Chaos auf den Flughäfen. Während bei uns der Sommer ausgebrochen ist, peitschen Frühlingsstürme mit Rekordregenfällen über die Ostküste der USA. Mehr dazu in knapp 2 Minuten mit Peter Klöppel und Ulrike von der Grögen. Wir sind morgen wieder da um 6:30. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Ich habe viel ausprobiert, aber ich vertraue immer noch dem Testsieger. Head & Shoulders Classic Clean. Testsieger bei Stiftung Warentest. Für schuppenfreies Haar ohne Kompromisse. Head & Shoulders Classic Clean. Ich vertraue dem Testsieger. Es gibt Tatsachen, die mich immer noch verblüffen. Egal, welche Staubsauger man benutzt, selbst neue, Beutel und Filter verstopfen schnell mit Staub. Deshalb lässt die Saugkraft nach. Der Dyson ist anders. Er verlässt sich nicht auf Beutel oder Filter. Sein einzigartiges System schleudert Staub mit starken Zentrifugalkräften aus der Luft. Dadurch kann nichts verstopfen. Und es gibt keinen Saugkraftverlust. Dyson. Das Problem sind die Gummisohlen. Geox hat sie perforiert und dank der Membran, wasserdicht und atmungsaktiv, können die Füße atmen. Geox, der Schuh, der atmet. Verführerische Haut. Ohne etwas dafür zu tun? Sublime Bronze Automatic, das erste trockene Selbstbräunungsspray von L'Oreal. Verteilen ohne Hände, für streifenlose Bräune. Jetzt neu, Automatic Gesicht. Für einen verführerischen Teint einfach die Augen schließen. Sprühen, faszinieren. Sublime Bronze Automatic, für Körper und Gesicht von L'Oreal. Sie sind es sich wert. Fieberbläschen, oh nein! Jetzt sollte ich schnell etwas tun. Gegen Fieberbläschen hilft Fenivir. 4 Tage auftragen. Fenivir beschleunigt die Heilungszeit signifikant. Fenivir gegen Fieberbläschen. Endlich wieder gut lachen. Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage. Erleben Sie Gillette Fusion mit 5 Klingen auf der Vorderseite. Auf der Rückseite der revolutionäre Präzisionstrimmer für das Rasieren unter der Nase und das Stylen der Koteletten und Bartkonturen. Die beste Rasur von Gillette, manuell oder batteriebetrieben. Gillette Fusion.